So, da bin ich. Habe auch gerade eine neue Nachricht bekommen auf dem Handy. Anzeigen. Kannst du mich kostenlos anrufen? Na, kann ich nachher noch beantworten. So, okay. Let's make a let's planerlei. Okay, wir waren dabei, den Baum auseinanderzunehmen. Ja, wenn das Holz runterfällt, ist es nicht so schlimm. Ich will es aber komplett abgebaut haben, damit sich nämlich auch die Blätter langsam Stück für Stück auflösen. Und das hat ganz einfach den Hintergrund, dass die Blätter Samen geben und wieder neue Bäume pflanzen können. Und wenn wir mindestens 4 Stück zusammenbekommen, können wir selber uns auch so einen Riesenbaum pflanzen. Und das wäre ultra nice. Gut, das war's. Da ist noch Holz. Gut, der Baum umfällt schon auseinander, das ist gut. Hoffentlich wird es gleich mal wieder hell hier. Sonst müssen wir es noch hier mit Gegnern abgeben. Da hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Vor allem sehe ich so gar nicht, ob wir überhaupt alles Holz abbauen, was hier in den Bäumen drin steckt. Aber es sieht so aus. Oh, wir hängen hier auf dem Blatt drauf. Danke. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Nö. Nee. Sieht nicht so aus. Ich konnte jetzt nicht von hinten auf den Gegner, sonst renne ich. Das könnt ihr aber wissen. Okay, wir haben mindestens 4 Samen. Heißt also, wir haben alles, was wichtig ist. Für uns. Selber und der Baum fällt nicht auseinander. Ja, wir haben da haufenweise Holz drin vergessen. Ja doch, ich sehe mindestens 2 Dinger und wir sind fast tot. Tja, ich glaube, wir werden die Nacht wieder nicht überleben. Weil wir haben nichts zum Essen und fehlen genau 2 Kölchen, heißt also, wir regenerieren uns auch nicht. Von daher haben wir genau alles richtig gemacht. Okay. Wow. Ach Leute. Oh. Okay, wir sind gleich tot. Ob das so gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Aber das wäre dann zumindest schon das 4. Mal, dass wir gestorben sind. Wenn gleich die Sonne aufgeht, dann schreie ich. Weil wir können uns jetzt so auch nicht am Wasser bewegen. Wir können uns auch kein Schiff bauen, weil um ein Schiff zu bauen, müssen wir stehen bleiben. Weil kann natürlich sein, dass uns die Gegner angreifen. Wir können also jetzt nur noch laufen. Einfach nur noch laufen. Immer schön für die Gegner weglaufen. Ist das behindert. Ich könnte heulen. Da ist ein fucking Creeper. Creeper. Wie werden die ausgesprochen? Creeper oder Creeper? Keine Ahnung. Well, nicht stehen bleiben. Kann endlich mal die Sonne aufgehen, denn wird schon rot. Ich hoffe mal, rot bedeutet, dass die Sonne aufgeht. Ja, Sonne geht auf. Woo! Klappe. Ich höre jetzt auch noch Skelette. Gibt's doch gar nicht. Der trifft uns einmal und wir sind tot. Mal wieder. Dank Skeletten. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dank einem Skelett sterben, oder? Das gibt's doch gar nicht. Ey, wir sind so gut wie tot. Einfach so gut wie tot. Ich habe keinen Plan, wie wir hier irgendwie jetzt gerade überleben sollen.
Bleibt auch noch überall hängen. Das gibt's nicht. Ne, Leute, das wird nichts. Oh, okay, das sieht geil aus. Das sieht tatsächlich schick aus. Können wir da hoch? Ich versuche mal hier hochzulaufen. Und gleichzeitig müssen. Ach, wir haben auch keine Pickaxt. Alter Scholl gleich. Okay. Auf Risiko, dass wir sterben, was wir sowieso bald tun. Erstmal alles, was wir brauchen. So, damit können wir uns jetzt einmal ein Schwert bauen. Und einmal eine Pickaxt. Okay, und mit der Pickaxt werden wir gleich mal den ersten Job erfüllen und hier ein bisschen Kohle abklopfen. Dann brauchen wir 8-mal Stein, damit wir uns einen Ofen bauen können. Tja, und jetzt brauchen wir noch irgendwelche Tiere, die Fleisch geben. Und hier laufen aber nur Pferde rum und die geben kein Fleisch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ach Gott. Nein, fuck. Na, oh Mann. Ja, okay. Heißt das, ich in meinem naiven Dasein dachte schon, Doom ist schwer. Aber guck mal hier, beim Spring zu überleben, ist mindestens genauso schwer. Mist, da kommen wir gar nicht drauf. Ach Gott, okay, gehen wir wieder runter. Oh, fliegende Pferde. Alter, wir brauchen unbedingt was zum Essen. Wir müssen noch einmal irgendwo blöd fallen oder irgendwo so ein Kackmonster wie da zum Beispiel uns angreifen. Und wir sind geliefert. Wieso stirbt eigentlich nicht? Kannst du bitte sterben? Oh, nee, rotten Fleisch können wir nicht gebrauchen. Davon werden wir krank. Und krank bedeutet, wir verlieren Herzen. Und Herzen bedeutet, wir sterben. Oh, hier gibt's schon viel Kohle. Gott, wenn nicht gleich irgendwo mal ein Tier auftaucht, entweder ein Schaf oder ein Schwein, dann... Alter, wir kriegen hier jetzt echt 5 Stunden lang mit ein Herz rum. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist doch nicht mehr normal. Ist, wenigstens gibt es ja schön viel Kohle und Holz.
mal her. Danke. Okay. Da. Wir bauen uns jetzt zuallererst mal ein Schiff. Und bereisen mal die Welt so lange, bis wir was Brauchbares finden. So sehr ich die Gegend hier auch mag, aber ich sag mal so, ohne Nahrung sind wir sowieso bald tot. Von daher verlasse ich jetzt mal die Gegend hier komplett und wir suchen uns mal eine schöne grüne Gegend, wo es dann hoffentlich auch sowas wie Schafe oder Schweine gibt oder am besten beides. Damit wir hier mal wieder einen ordentlichen Lebensstandard aufbauen können, da gibt es auch schon viele Coder. Machen wir alles später. Weil wir brauchen möglichst bald mal Schafe. Alter, hallo. Fahr doch mal los hier. Also wissen gibt es hier schon viel Kohle. Das muss man mal so sagen, wie es ist. Wo hängt jetzt schon wieder? Alter. Ich dachte, dass mit diesem Schiff stecken bleiben, wurde mittlerweile behoben. Oh, Alter, was ist denn... Okay. Scheinbar wurde es doch nicht behoben. Weil wir spielen immerhin eine relativ aktuelle Version. Ich meine, wir spielen es ja nicht bei Dead Build, aber wir spielen zumindest auch keine 5 Jahre alte Version mehr. So, hier geht's nicht rein. Alter, Lenken ist genauso bescheuert. Ich kann gar nicht mehr lenken. Lenk doch mal. Los, los. Weiter, 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 weiter. Lenken, lenken. Ja, danke schön. Ach Gott. Das ist ja... So, dann ist jetzt eine relativ grüne Gegend. Die geflutet wird. Von einem Wasserfall. Interessant. Ah, brauchen wir bloß noch ein paar Tiere. Alter, was für eine Welt leben wir hier? Warum gibt es hier fliegende Berge? Wer weiß. Wo ist denn die Sonne? Keine Ahnung. Wow. Also der Himmel ist auf jeden Fall weg. Da geht es nicht weiter. Da endet das. Oder doch, da geht es zwischen den Dingern. Nee, da ist auch ein Berg. Ja. Da hinten ist... Da geht's nicht weiter. Alter, wir haben noch kein einziges irgendwie was zum Essen gefunden. Ich warte echt nur noch darauf, bis irgendwo ein Skelett auftaucht und der uns mit einem einzigen Pfeil abschießt und wir komplett sterben. Dann könnt ihr mir eins sicher sein, ich starte wieder eine neue Map. Wow, ein Hund. Schafe, habe ich gesagt. Schafe brauchen wir. Schafe und Schweine. So eine Schweinerei hier. Vor allem das Gestocker von dem Schiff, Alter. Das geht mir gerade sowas von auf die Eier. Warum stockert das so extrem? Schwimme ich so schnell? Eigentlich nicht. Ich schwimme ultra langsam. Ah. Ah. Gut. Ganz gut rausgekommen. Hatte schon fast mit meinem Leben abgeschlossen. Lenken, Junge. Hm.
vor allem wenn wir nicht zu essen, finde ich, dann sowieso, weil unser Hunger wird ja immer größer. Und wenn wir weniger als zwei Körlchen haben unten rechts in der Leiste, naja, dann verlieren wir auch Herzen, ne? Und da wir nur noch ein Herzen haben, würde das sofort unser Todesurteil sein. Deswegen wäre ich ultra froh, wenn wir wenigstens einen Baum finden mit Äpfeln oder sowas, ja? Ich meine, das muss ja nichts Permanentes sein, aber wenigstens, dass wir erstmal irgendwas im Bauch haben. Jetzt kriege ich doch selber Hunger. Ist das behindert. Also das ist echt die schlechteste Map, die ich jemals hatte. Also was jetzt Ressourcen angeht. Ich sehe kein einziges Tier hier. Kein einziges fucking Tier und die Sonne geht wieder unter. Okay, ich glaube, die Nacht überleben wir nicht mehr. Ich meine, die Nacht jetzt haben wir überlebt, weil wir auf dem Baum klettern konnten. Aber die Nacht, wo sollen wir raufklettern? Wir können bloß hoffen, dass wir auf dem Wasser überleben. Also praktisch die ganze Zeit auf dem Schiff bleiben. Wow, sogar Lava gibt's hier. Also ich meine, architekturtechnisch ist die Map schon geil. Aber als Startpunkt komplett nicht zu gebrauchen. Weil ich meine, Ressourcen gibt es eine ganze Menge. Es gibt massig Kohle. Dadurch, dass überall Gestein ist, kommt man wahrscheinlich auch sehr schnell an Eisen und sowas ran. Aber ich meine, Eisen und Kohle ist ja nicht das Einzige, was wir brauchen. Vor allem nicht am Anfang. Am Anfang brauchen wir irgendwie erstmal Grundlagen, damit wir irgendwie überleben können. Und das heißt, irgendwas zum Essen. So, hier haben wir jetzt Flachland. Vielleicht haben wir hier Glück. Das Problem ist, es wird jetzt nachts. Heißt also, hier sind jetzt überall Creeper und andere Zombies und der Geier was alles. Tja, und damit sind wir offiziell am Arsch. Ha, ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Vor allem auch hier sehe ich wieder keine einzigen Tiere. Ah, doch, da hinten ist ein Pferd. Ernsthaft, Pferde? Digga, wir brauchen Schafe. Kleine süße Schäfchen. Wie wär's mal damit? Lenkt doch mal. Wir kommen hier gleich aufs Ufer. Da haben wir schon wieder so ein, wie auch immer die heißen. Da haben wir einen Creeper. Ich möchte sterben. Hallo. Hallihallö. Verfolg uns doch. Ah, verfolg uns doch. Beide sterben auch im Wasser. Die können ja, die mögen gar kein Wasser. Also jetzt allgemein Tiere. Na gut. Wir versuchen einfach mal jetzt hier zu überleben auf dem Wasser und dabei zu hoffen, dass irgendwie Tiere kommen, wobei natürlich nachts die Chance noch kleiner ist, dass da irgendwie Tiere kommen werden. Unser Nahrungsbalken ist jetzt schon noch bei der Hälfte angekommen. Also das heißt also, wenn wir jetzt hier die Nacht überleben, dann müssen wir an dem nächsten Tag definitiv Nahrung finden. Ansonsten werden wir schon nicht mal dadurch sterben, dass wir umgebracht werden, sondern schlicht und ergreifend daran, dass wir verhungern. Da unten ist Licht. Ich hoffe echt, dass das jetzt irgendwie eine Mine ist. Boah, jetzt bin ich wieder stecken geblieben im Wasser. Das ist natürlich auch nice. Hey, hallo, fahr doch mal. Weil stehen bleiben im Wasser dürfen wir definitiv nicht. Weil hier gibt es nämlich auch diese komischen, ja, sieht aus wie so eine riesigen Kugeln, die uns angreifen. Und ich weiß nicht, ob die uns auch im Boot angreifen können. Alter, bleib doch mal stehen. Das gibt's doch gar nicht. Alter, jetzt fahr rückwärts. Ja. Geh zurück. Ja, bitte stehen bleiben. Okay, und losfahren. Dankeschön. Oh, also auf jeden Fall gibt es Spinnen im Wasser. Okay, wir sind tot. Wir sind nun offiziell tot. Wo ist der Mond? Ganz oben. Okay. Ach du Kacke. Na gut, ich sag mal so, das war's jetzt erstmal. Ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ciao mit V.